picture me high up with my top down on Highland and Sunset, doing 85 on the top deck. See, step by step, we walking on stars. If you looking for some action, you ain't gotta go that far. Now, just picture me Hollywood living, riding through the sun, riding through the sunset. Now, stop tripping, just give me a minute and wait until the sun, wait. So, wir waren gerade bis zum Strand. Ich glaube, das sind so 6 Kilometer. Ich schaue es nachher nochmal nach und dann schreibe ich es ins Video rein, falls es falsch war. Und wir sind jetzt gerade wieder angekommen in der Stadt. Und genau jetzt gerade, wo wir hier ziemlich nah schon am Haus dran sind, ist mein Lenker lose. Guck mal, das ist mein Lenker. So ist er eigentlich. Aber der ist komplett lose. Die Griffe gehen so nach unten. Also auch heute darf man wieder ab 20 Uhr raus. Jetzt ist 20:01 Uhr. Ich fahr jetzt erstmal los und... Boah, ich war nicht mal eine halbe Stunde unterwegs. Aber dafür habe ich voll Dampf gegeben. Nicht mal eine halbe Stunde und schwitze wie sonst was. Ich habe aber auch schon vorher Beine trainiert und jetzt die Schlussetappe war bergauf. Ja, ich bin bis zum Auditorium und wieder zurück. Vorher nochmal in die andere Richtung, Richtung dem Strand, wo wir gestern waren. Und was ich auf jeden Fall gutheißen kann, ist, dass die Polizei heute schon reagiert hat. Okay, bevor ich in den Fahrstuhl gehe, erzähle ich das noch. Also gestern waren die Fußgängerwege ziemlich voll, weil die Radfahrer da waren und die Fußgänger. Und heute habe ich ja auch versucht aufzunehmen. Heute haben die so eine Extraspur nur für Radfahrer gemacht. Und dafür hatten die Autos halt eine Straße weniger. Aber zwischen 20 und 23 Uhr, in dem Zeitraum, wo wir raus dürfen, sind ja auch kaum noch Leute arbeiten und der Feierabendverkehr ist vorbei und sowieso gibt es momentan viel weniger Verkehr als sonst. Deswegen ein sehr sinnvoller Schritt auf jeden Fall. Und so konnte man jetzt auch mal richtig durchpowern, ohne die ganze Zeit auf die Fußgänger Rücksicht nehmen zu müssen. Also sehr gut, bin beeindruckt. Es gibt jetzt sogar noch ein Situationsupdate. Es ist nicht noch eine Person gekommen, aber noch ein Tier. Wir haben jetzt auch noch einen Hund im Haus. Der Hund lebt eigentlich bei der Oma, ist aber der Hund von der ältesten Schwester. Und weil die älteste Schwester jetzt hier ist, möchte sie natürlich gerne ihren Hund wieder in der Wohnung haben. Mal schauen, wie das dann alles verläuft mit einem Hund und 3 Katzen.
Ja, den stelle ich euch später noch vor, den Hund. Der Hund heißt Linda. Und Linda heißt auf Spanisch schön. Also schöne in dem Fall. Und Baloo kennt Linda auch und die sind zusammen groß geworden. Also Baloo und Linda verstehen sich, ne? Ja. Hallo. Deswegen hört er wahrscheinlich auch wie ein Hund. So, jetzt kann ich euch den Hund mal vorstellen. Wie gesagt, ist ein deutscher Hund. Hallo, Lindy.